Hallo und herzlich willkommen hier zu Enshrouded. Hier bin ich wieder, es geht wieder weiter. Ja, ich habe mich jetzt wieder bis zu dem Elixierbrunnen hier zurückgerettet. Ja, inzwischen waren auch ein paar solche Zeitaufladedinger da an der Mine. War auch hilfreich. Ja, und halt die Kugel hier, die ist wichtig. Da war ich dann gestanden. Jetzt habe ich nochmal da unten nachgeguckt. Hab nochmal die Wurzel gekillt, aber ja, es gibt, man kriegt ja eigentlich nichts dann dafür, ne? Ja, während ich das geschafft habe, da habe ich nochmal die Kiste geplündert und ich habe einen legendären Wildholz-Kurzbogen gefunden. Ich meine, hat wieder weniger Kraft, 7, kann man aufwerten mit plus 1 Stichschaden, im Prinzip 2 Missa-Magie-Schaden und präzise wieder hier und Mana-Raub. Aber wozu braucht Bogenschütze Mana? Na, das macht eigentlich keinen Sinn. Robuster Eichenholzbogen hat eine hohe Feuerrate, schon Energie, Kosten des Schadens. Ja, das ist zwar legendär, das Ding, aber ich glaube, wir werden das auch zerlegen oder so. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. So, jetzt können wir jetzt mittlerweile wieder, weil wir kein Missmer mehr haben hier drin, können wir uns wieder wegbeamen. Und zwar, ihr wisst ja schon, wir werden uns... Ja, da haben wir noch ein Brutnest gefunden, aber ich weiß allerdings nicht, das ist halt auch mitten im Miesmann, ne, ob man da irgendwo wieder hier hinten rauskäme, vielleicht in der Höhle, ne? Das wissen wir alles nicht. So, wir beamen uns erstmal nach Hause zurück. So, schnelle Reise. Schwupp. Ja, nice. Ja, mal gucken. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen Schrott wieder bekommen. Das ist auch ganz nett. Jetzt machen wir erstmal eins reparieren. Also wenn eure Haltbarkeit von Werkzeugen auf 0 fällt, dann sind die nicht komplett kaputt, sondern ihr könnt die wieder an der Werkbank hochreparieren. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, das habe ich nicht mal getestet. Da war das nur durchgeschrieben, die Waffe. Das heißt, ja, ihr habt halt keinen Schaden mehr mit der Waffe. Und ja. So, dann müssen wir mal gucken. Jetzt machen wir es halt mal zusammen hier, das ganze Abrüsten hier wieder. So, das machen wir hier. Zack. Hat er jetzt hier alles reingestopft. Das Salz. Wir wissen ja, dass das Zeugs aus den Truhen mittlerweile rausgezogen wird, was ich sehr geil finde. Und den Bogen hier, den habe ich gesagt, den möchte ich eigentlich verbessern. Und den möchte ich dann ernter benutzen, anstatt diesen legendären Wildholzbogen. Also... Ich finde den wirklich nicht so prickelnd mit dem Sach, was er da halt so hat, aber ja. Das heißt, den wird man raustun, dann wird man den hier ausrüsten und dann wird man den hier hinlegen. Den tun wir auch raus. Den zerlegen wir. 35 kriegen wir dafür. Und den zerlegen wir auch. Da müssten wir, ja, da kriegt man auch fast wieder unsere Runen zurück hier, was wir mal investiert haben, meine ich zum Beispiel. So, wie schaut es denn jetzt aus? Aus. Ja, ein Misma-Elixier habe ich weggeschmissen für den Bogen. Weil es macht einfach keinen Sinn sonst. So. Ja, habe ich schon mal erwähnt, dass wir mehr Leisten bräuchten. Ja, also, dass das hier bis 9 oder bis 0 geht. Das wäre sehr hilfreich. Aber ja, was nicht ist, kann ja irgendwann noch kommen. Ne? Weiß ja nicht, ob sich da andere Leute auch beschweren drüber. Und wie sehr die Entwickler da auf das achten, was die Leute so von sich geben. So, ja, bei manchen Spielen ist es tatsächlich, da wird so schön auf die Immunity geachtet und das auch umgesetzt. Ja, was wir mit den Brutlingbeinen machen, das weiß ich auch noch nicht. Habe ich aber schon mal gesagt, ne? So, Maiskolben. Ja, kriegt man halt Stärke. Aber ja, wir haben halt immer nur 3 Slots, wo man das anwenden könnte. Das ist halt auch so ein bisschen ein Nachteil. Mittlerweile werden meine Truhen hier immer voller, ne? Problem ist, warte mal, bist du da ganz ehrlich? Den Schütteln lösche ich jetzt einfach mal hier raus. So, okay, das macht es auch nicht besser. Dann tun wir den Fetzen hier noch reinschmeißen. So, dann können wir hier wieder Fleisch grillen. Das ist auch sehr gut. Das Fleisch muss dazu in der Leiste sein. Das ist auch ein bisschen blöd, finde ich. Ich meine, man kann das Fleisch her verbrennen. Das bringt ja halt nicht viel, aber ja. Es ist eine kleine Spielerei, dass man das halt manuell zubereitet. Ah, man kann den Mais kochen. Okay, das probieren wir gleich einmal.
Jetzt machen wir erst einmal das Fleisch hier nochmal ready. Ich meine, es ist eine Spielerei und es kostet halt Zeit, hier das Fleisch zu rösten hier. Aber okay. Ja, bis jetzt weiß ich nicht, ob wir später irgendwie so eine Küche kriegen, wo man dann... Das sieht ja interessant aus. So, das sieht sehr verbrannt aus. Gerösteter Maiskolben. Ja, die mit Butter, das schmeckt lecker. So gekochter Mais. Oder gegrillt natürlich, ne? Ja. Mein Mais... Ja, wie man es nimmt. Mais kommt halt auch so wieder hinten raus, wie es eigentlich ist, ne? Da können wir kaum was verwerten von, aber es schmeckt halt irgendwie doch gut. So. Okidoki. B. Jetzt gucken wir, was kann der Mais. Ah, Stärke 2. Warte mal, vorher hat er... Ja, vorher hat er weniger gegeben, ne? Nice. Aber wie gesagt, mir fehlt da halt einfach... Entweder noch eine dritte Leiste oder ich weiß nicht, vielleicht kriegt man auch noch eine Leiste. Hast du was kaputt gemacht? Nein, habe ich nicht. So, wie viel Schrott haben wir denn jetzt eigentlich? 19, ja, das ist auch noch nicht so viel. So, jetzt gehen wir nochmal zu der Jägerin. Rucksack, jetzt können wir doch... Ja, genau, jetzt können wir Felle trocknen. Was? Gut, gut. Warte mal, wir wechseln mal die Leiste. Ja, das Feuer brauchen wir ja nicht an. So, der eine Schrank ist fertig. Der sagt, der hat nicht mehr genügend Material. Das haben wir mal da. Dann tun wir die Rezepte durchgucken. Wir wollen getrocknete Felle haben. Das zieht allerdings nicht die Behälter leer. Das ist gut so. Weil dann wird auch der Zeugs auch nicht hier verbraten. Einfach so sinnfrei. Weil sinnlos wird es nicht sein, aber... Mal gucken. Ja, komm. Felle kriegt man eh wieder genügend. Die kann man dann auch gezielt farmen. Salz. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Verhältnis das steht. Wir nehmen einfach mal die 50. Wir brauchen auch noch was für die Flamme. Jetzt mal ganz kurz gucken. Aufwerten. Ne, das war Mismaseele. Und das hier. Funken. Kohle, Plünderkopf, Mutter. Das haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, wo die blindere Mutter drin ist. Ob das da war, wo wir gerade drin waren bei der Mine. Aber Funken kriegen wir wahrscheinlich zusammen. Das ist kein Thema. Wir brauchen hier nur 10 mal Salz. Gut, das wird auch aus unserem Inventar rausgezerrt. Also das ist wirklich sehr nice. So, dann hauen wir hier mal die Felle rein. Zack und zack. Ja, das dauert... Ah, eine Minute. Das ist aber nicht lang. Das ist schön. Da können wir fast drauf warten, ne? Ich warte zwar ungern, aber... Ja. Ach, das ist immer grell, wenn man hier rauskommt, ne? Brauche ich immer fast eine Sonnenbrille. Da können wir hier noch irgendwas Nützliches zusammensammeln. Mal gucken. Ja, kein Bienennest, nichts. Nixete. Ach ja, wir können, wartet mal, wir können genau den Bogen können wir aufwerten. Was ist es dieses Mal? So, herstellen, warte mal, geht es auch mit verbessern? Ja, nice, ich brauche das nicht mehr im Inventar. Kraft 12, okay. Kraft 14, ja, dann ist auf jeden Fall besser wie unser Alter. Ja, vielleicht hätte man den einen auch aufwerten können. Besser, dass er halt mehr Kraft hat. Aber ich glaube, bei 7, dann wären wir am Ende bei 11 gelandet oder sowas. Am besten ist halt immer noch die Guillotine hier. Die ist halt episch. Wobei, episch? Was ist besser, legendär oder episch? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, dass episch schon das Beste ist. Alter, zu unfreundlich, sonst so echt. Das ist mein Haus hier. Also echt. Bevor er Get Out zu sagen hat hier, da schmeiß ich ihn eher gesagt raus, ne? Da. Getrocknete Beeren, warte mal.
Können wir eigentlich damit drauf packen? Dann machen wir es doch so, dass wir da immer Beeren trocknen zum Bleistift oder so. Oder naja, eigentlich. Ja, mal schauen. Eigentlich ist es sinnfrei, dass wir da. Weil, ja gut, dann können wir nicht doppelt hier Felle trocknen. So, noch eins. Und noch eins brauchen wir. Und dann hätten wir es nämlich. Aufnehmen. Ich kann das Fenster aufnehmen. Gut. Dann, ja, ich glaube, wir müssten mal noch eine weitere Kiste bauen, so langsam. So, mal gucken. Da brauchen wir Stauraum. Die hier brauchen wir. Kleine Truhe, Nägel. Ja, das langt gerade für eine. Und dann machen wir gleich eine magische draus. Wir haben noch Miesmal. Jawohl, das ist passt. Wir können sogar noch eine machen, wenn wir mehr Nägel hätten im Moment. Könnten wir zwar herstellen, aber ich lasse es gerade mal. So. Perfekt. Ja, die Zeit sinnvoll nutzen, heißt es immer. So. Die Kiste, die packen wir jetzt hier mal nebenhin. Da können wir dann auch Sachen reinschmeißen. Oder wir können dann mal wieder, aber da verschone ich euch mit dem Sortieren. Das ist furzlangweilig. Langweilig. So, haben wir jetzt schon. Yes. So, und jetzt, Atle, machst du mir bitte einen kleinen Rucksack herstellen. Nice. So, dann müssen wir jetzt noch ausrüsten. Charakter, Rucksack, 8 Slots mehr. Erweiterung für deinen Rucksack, die dann etwas, ja, Inventar vergrößert. So, nice. So, wie schaut das jetzt aus? Warte mal. Ah ja, da haben wir jetzt eine Zeile mehr bekommen hier. Ja, das ist doch schon mal was, ne? Gut, Leute, was machen wir jetzt? Was machen wir denn jetzt? Mal gucken. Wie gesagt, nach Rotfels würde ich gerne nochmal reisen. Das können wir eigentlich machen, mal zwischendurch. Hintertannen. Ja, da sind wir eigentlich auch noch nicht so ganz durch. Und dann haben wir noch die Geschichte des Feuers hier eh. Hier wäre ein Flammenrefugium. Da müssen wir auch mal hin. Und das Brutnest, da müssen wir gucken. Und den Alchemist. Ich würde fast gern alle NPCs erstmal befreien. Da müssen wir mal gucken. Da ist die Flammekrypta. Warum will man da eigentlich nochmal hinreisen, wenn man. Ja, weil man könnte sich auch überlegen, dass man sagt, jo, man haut hier von dem ganzen Ort ab und sagt dann, naja, man baut sich hier irgendwo ein neues Haus. Ich verstehe allerdings jetzt immer noch nicht, warum hier der Turm verschwunden ist. Der ist weg. Das verstehe ich nicht. Das ist merkwürdig. Gut, Leute, ich denke mir, wir reisen mal nach Rotfels zusammen. So, warte mal. Ich nehme mal so einen Maiskolben. Dann nehme ich mir sowas und ja, nehme mir Wasser. Das ist als Ausdauerding auch ganz gut. Und dann würde ich ganz gern nochmal Richtung Rotfels reisen. Das heißt, es geht mir so nach Nordwest hier. Mal schauen, was jetzt noch so im Weg läuft. Vielleicht noch ein paar Wölfe. Hätte ich nichts gegen. Gibt halt immer Fleisch, ne? Und das ist ja ganz gutes Fleisch. Ja, da könnten wir jetzt da unten wieder die Truhen ausplündern, aber wir bekommen da nichts Gescheites bei rum. Kann ich da. Das Problem ist, ich kann halt hier jetzt nicht schnell reisen, großartig. Und hier. Da ist die Brebelnbrücke, aber wir könnten hier rüber gleiten. Da können wir doch gleich wieder hoch, oder? Ja, ich habe mal versucht hier irgendwie, aber das funktioniert nicht gescheit. Aber ja, wir können einfach da runter gleiten. Und können da dann auch wieder hoch. Ups. Ja, Sturzflug wollte ich eigentlich jetzt nicht machen, aber ja, ist egal. So, das sind wir wieder. Schon sind wir durchs Mies mal wieder durch. Und hier können wir wieder hochklettern, ne? Das heißt, ja doch, da können wir hoch. Ah ne, das ist ja schon Rotfels. Dann fliegen wir da einfach nochmal geschwind durch.
holen uns etwas Schrott. Aber wartet mal. Erstmal gehen wir darum. Da waren wir nämlich noch nicht. Das ist alles Dings. Feuerstein. Ja, ich hätte mir jetzt eigentlich einmal angucken können, ob wir bessere Pfeile craften. Aber ganz ehrlich, wir kämpfen im Moment ja auch viel mehr mit der Axt, ne? Das lohnt sich nicht, den Steine aufzuheben. Inventar unnötig zumüllen, das bringt es halt nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Eine Höhle. Okay. Und hier? Ich will mal kurz gucken. Gucken kostet ja nichts. Hier sehe ich jetzt nichts Besonderes. Aber da geht es auch noch irgendwo rum. Ja, Wölfle. Ah, ich glaube, der hat mich gesehen. Noch ein Wölfle. Ja, da bin ich nicht. Da kannst du beißen, so viel du willst. Noch ein Mais oder nee, nicht. Nee, kein Mais. Okay. Hi. Ah, Mist. Das ist so ein domestizierter Wolf gewesen. Ah, ich kann. Ah, ich kann die Pfeile auch so abwehren. Nice. Warte mal. So, das hast jetzt davon. Metallschrott, 4 Stück. Yes. Und hier, Metall. Das ist Holz. Holz doch der Teufel. Oder auch nicht. So. Also hier können wir schön durchfliegen. Da kriegt man gerne immer Holz raus. Holz. Auch Eisen raus. Ach, guck an. Ach, da waren wir auch schon mal. Warte mal. Peng! Oh, stimmt, da war eine Kiste drunter. Ach, wir sind ein doofes Beil. Ganz ehrlich. Damit lockst du keinen mehr hinter den Ofen vor. Ach ja, das war das mit der kaputten Hütte da hier. Genau, ich erinnere mich wieder. Gut, da brauchen wir nicht weiter. Das kennen wir schon. Ich weiß aber nicht, ob wir da hinten hochmarschiert sind schon mal. Habe ich jetzt eigentlich den Wolf gelootet? Weiß nicht. Also den anderen da mit dem Halsband. Was haben wir denn hier? Plünderlager mit Schacht. Und keiner lacht. Ach du Heiliger. Ja, der eine schlägt halt immer gleich los, ne? Was, Schabi, was? Ich kann die Sprache nicht. Na, willst du nicht beißen? Ey. Der will mich umwandern, hab das gesehen. Ja, wenn du da so einen Scheiß machst, dann mache ich hier Bam. So, das ist ja wohl klar, oder? So, nett. So, noch jemand daheim. Und ein Riesenfeuer wieder. Das ist ja Schrott. Ja. Ja, hier könnte man sich wieder verstecken und alles hier sneaky machen, aber ganz ehrlich. Es ist langweilig. Das ist jetzt kein so ein leise heimlich irgendwas Spiel. Da kann ich dann Assassin's Creed spielen oder so. Was auch ein mega geiles Spiel ist, ne? Gut, egal welcher Teil, jeder hat so seine Vorzüge. Aber ich fand es schon recht cool. Ah, ja, das was ich gesagt habe. Hier kann manchmal eine Bombe drin sein. Hier kann man mal eine Bombe drin sein. Das hat mir jetzt aber wieder gedamaged hier. So, meine Binden gehen auch bald aus. Nicht das, was ihr jetzt überdenkt. Keine Damenbinden, nein. Ach so. Alle, ja. Das ist der Nachteil, wenn man zu wenig Slots hat. Man kann nicht jederzeit irgendwas zusammen, sonst könnte man sich halt hier total hochdingsen. Den Feuerstein habe ich jetzt mal gelassen, weil das ist Quark. So, ja, da ist wieder ein Heiltrank bei. Aber dafür haben wir ja auch zu wenig Anwendungsslots. Die Dinger, die lassen wir mal da. Brauche ich nicht. Da können wir wieder lesen. Habe ich da kaputt gedeppert? Kritisch. Das hat ordentlich gepunktet. So, Metallschrott. Lesen. Da unten wird es ihm gut ergehen. Plünderer. Streiche spielen ist es hier.
Also eine neue Geschichtsseite. Quest aktualisiert, Streiche spielen. Die, da geht es gut. Schluss mit dem Gequatsche. Er hat eine Schaufel und Kraft. Also wird er bald aus dem Schacht kommen. Vielleicht spielt er uns ja einen Streich, der Schuft. Sag mal, hast du da Proviant reingetan? Hans? Egal, er wird's überleben. Ja, die Truhe war ein guter Köder, obwohl wir sie gebraucht hätten. Ha, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Okay. Ist das hier der Schacht oder was? Nee, ist kein Schacht. Aber hier ist was zum Hochziehen. Stofffetzen nehme ich mit, die Bomben lasse ich drin. Die will ich nicht. Ja, jetzt ist er ein Nähschatz. Ah, oh, scheiße. Jetzt habe ich das Amboss mit zerstört, okay. Ich habe zu spät gesehen, dass das wieder so... Ah, Lego, guck doch mal genauer hin. Ach du Heiliger, ich habe das ganze Ding hier eingeäschert. Das, nee, das war ich übrigens nicht, ne? Das war das komische Ding. Ja, da war nicht ein Amboss, da hätte man Waffen reparieren können. Gut, dass wir es jetzt nicht brauchen, aber... Hätte, ne? Hätte Fahrradkette, aber ja. Gut. Was willst du machen? So, das haben wir alles hier. Okay. So, wir sind jetzt... Das war jetzt blinder Lager mit Schacht. Einer lacht. Also ich glaube tatsächlich, dass hier... Oder? Ne, die Karte ist schon irgendwie immer gleich. Was ist... Das ist ein Hase noch so. Ich habe gerade mich gewundert. Weil ich habe jetzt in meiner anderen Karte... Habe ich hier auch was entdeckt. Das habe ich auch noch nicht entdeckt. Ah, Ratten. Sie haben ein Rattenproblem. Wissen Sie das? Na, das Fell nämlich mit, das Fleisch lasse ich. Das ist nämlich nicht so viel wert, das Fleisch. Ach, guck an, da hat sich jemand... Ja, ne Dings gebaut. Das ein... Nein, ich will mich hier nicht hinhacken. Oh nicht. Ich habe es schon gedacht. So, kann ich hier. Warte mal, haben wir überhaupt Fleisch? Haben wir Wolfsfleisch? Ja, hier haben wir. So, einmal bitte Leiste clearen. Danke. Ja, steck's in Stein. Ja, dass wir immer genug Fleisch da haben. Okay. Das ist wieder ein Wolf. Laufen wir wieder in die Richtung. Wir wollten ja eigentlich Rotfels durchpflügen. Da war ja noch eine Höhle. Warte mal. Leiste wechseln. Wo mein Bogen? Ich kann den aber hier auch nicht anvisieren. Das ist doof. Wisst ihr das? Wow. Zwei Schüsse jetzt auch nur noch beim Wolf. So, das ist ein unserer Ausdauerdingern ausgelaufen. Ja, und schon wieder Fleisch. Das ist nice. Warte mal, jetzt nehmen wir mal einen Honig. So. Ein Honig. Oder Honige. Honig. Ausgescheit bei. Ich nicht mehr. Ja, das war jetzt wieder ganz toll. Jetzt ist man noch dabei, dann die Aufnahme abgekackt. Das willst du machen, Leute. So, aber weiter geht's. Ich habe jetzt das ausgeschaltet hier, dass immer die Anzeige kommt, wenn irgendeiner meiner Freunde irgendein Spiel anfängt zu spielen. Weil das nervt eigentlich ein bisschen. Und es geht eigentlich auch keinem was an. Ne? Ich möchte, dass die dann auf einmal irgendwie von irgendjemand genervt werden. Kann man das eigentlich hier zerstören? Nee, kann man nicht. Das ist nur im Misma. Da haben wir... Okay, das ist auch Misma. Ja, Miesmacher hier. Gibt es denn hier Schönes? Das ist hier wieder ein bisschen finster, ne? Warte mal. Hier geht es immer weiter hoch. Ja, hier ist nix. Was ist denn das für ein Beschiss? Nix gibt's hier.
dann Stein einsammeln. Und da leider nur Holz. Ah, okay. Ja, ja, interessant. Jetzt hier längs. Weiß nicht, ob es in der Höhle noch eine Abbiegung gab. Ich meine schon. Aber das ist interessant. Hier ist noch so ein Schrein. Geil. Weiter Schrein. Schrein der Flamme. Können wir wieder so einen Funken einsammeln. Ja, schau an. Also die Funken kriegt man relativ gut. Ne? Und jedes Mal ist hier auch wieder ein Funken da. Immer also alle 9 Tage oder also wenn ein neuer Tag beginnt oder auch wenn wenn ich neu reinlade, dann ist es ja auch wieder da. Es ist noch ein bisschen merkwürdig. Aber vielleicht auch so gewollt, weil sonst kriegt man vielleicht so die Funken nicht so einfach. So, der Honig ist ausgelaufen, okay. Jetzt gucken wir mal, jetzt gehen wir hier wieder runter. Feuerstein. Und hier ist Lava. Lava von Java. Ah ne, hier gibt's. Was ist denn das hier? Da bin ich hochgeklettert. Da bin ich durchgegangen. Jo, das ist also. Ah, okay. Ja, ah ja, gut, dann. Ich habe gedacht, da wäre noch ein Pfad gewesen. Dann haben wir ja nichts verpasst. Das ist auch ein bisschen albern, dass hier schon wieder Miesma ist. Aber okay. Das tut halt gar nichts hier machen uns, ne? So, wo geht's eigentlich noch hier längs? Mal gucken, da ist. Ein Refugium der Flamme. Gut, okay. Wir haben aber gesagt, wir wollen nach Rotfels. Das machen wir jetzt auch. Und zu dem Refugium gehen wir später mal. Warte mal, Leute. Wir könnten eigentlich hier nochmal so einen Schrein bauen. Also nicht das Schrein-Ding da, sondern einen anderen Schrein. So ein Flammenaltar, das habe ich gemeint. Ein Stein fehlt. Das ist ja mal wieder... Wow. Ein Stein. So, jetzt haben wir zwei zu viel. Düdelüt. Da müssen wir jetzt ganz kurz was rausschmeißen aus der Taskleiste hier. Was macht man da mal weg? Ach, unser. Nee, ist nicht voll. Okay. Nee. Die Leiste haben wir ja noch. Das irritiert gerade ein bisschen. Ich glaube, den Trank, den können wir erst mal wegsperren, weil so viele Lebenspunkte haben wir, glaube ich, noch gar nicht, dass der uns was lohnt. So, plopp. Ja, schön. Dann haben wir hier einen neuen Schnellreisepunkt. Ich meine, da haben wir auch noch einen, aber den wird man wieder abreißen vielleicht. Weil ich möchte da dann mal weiter hier, wo das Refugium ist. Nein, ich möchte keinen Wegpunkt machen. Ja, weil hier will ich jetzt eigentlich runterspringen. Da. Ja, ganz knapp über dem Boden hier. Das ist geil. Wie lange ich hier so schweben kann. So, warte mal. Wir müssen uns wieder aufbuffen. Mal, ich nehme auch mal so eine Beere. Warte mal, nee. Beeren nehmen wir nicht, sondern wir nehmen noch mal so einen Mais. Ja, solange wir den haben, können wir ihn ja auch benutzen. Gibt mehr Stärke, dann hauen wir ordentlich mehr rein. So, Rotfels, warte mal, hier sind Sprengdinger, warte mal. Da ist, nee, ist keine Truhe, oder? Nee, das ist alles Sprengfass. Ja, Teufel würde ich tun, da drauf zu hauen. Auch wenn ich es mittlerweile überlebe. Bam, kaputt. Ja, gibt ein bisschen Holz. Holz doch der Teufel. Aber ja. Niedrig. Oh, ich habe noch einen. Echt jetzt? Hm. Hatte ich zwei? Interessant. Warte mal. Jetzt sieht man wieder gar nichts. Ja, so ein bisschen beim Dunkeln können wir ja auch mal, ne? Problem ist, ich möchte euch ungern mit der Fackel hier schlagen. Plündern. Plündern, plündern. Ach, hier gibt es ein Bett. Da müssen wir bloß mal. Können wir jetzt da drin schlafen? Nee, okay, schade. Oh, wieder ein Dietrich. So, lesen. Was haben wir denn da?
Neue Geschichte, Plünderer, in guten wie in schlechten Zeiten. Yolanda ist immer noch schwach. Sie kann kaum ihren Körper aus dem Bett heben. Sie schläft nachts und hat Hitzewallungen und Schüttelfrost. Ich dämpfe ihr schmerzvolles Stöhnen mit einem Kissen. Sie dürfen nicht wissen, dass wir hier sind. Sie sind immer da draußen, streifen umher, schreien in der Nacht. Wir sind umzingelt. Ich will nicht, dass sie unser Ende sind. Ich will Frieden. Ich werde immer an deiner Seite sein, ich verspreche es dir. Liebe dich, Yolanda. Eleanor. Aha. Gut, haben wir auch. Ja, aber leider ist sie dann auch gestorben und er ist auch gestorben. Ja, schade. Hier hätte man eine Feuerlie. Lagerfeuer gesammelt. Okay. Warum? Ich will kein Lagerfeuer. Für was? Ich möchte schlafen. Aber geht nicht. Das Haus ist kaputt. So, zack. Ja, Schrott. Schrott wollen wir haben. Das Objekt der Begierde. Schrott. Weil da können wir uns eine Schrottpfeile haben bauen. Ja, genau. Das sind so richtig schlechte Pfeile, weil die heißen ja Schrottpfeile, ne? Und daher. Nö, nö, die Pfeile sind besser wie die, wo wir gerade haben. Mit diesen Holzdingern, da lockt sich kaum mehr einen hinterm Ofen vor. Okay, passt. Was sind da in der Truhe drin? Ein Jägerbogen. Kraft 10. Bösartig hinter. Ach, der ist wieder. Damit würden da vielleicht Kraft 16 hochkriegen. Vielleicht. Aber ganz ehrlich. Wir sammeln den zwar ein, aber wir werden den nicht verbessern. Also das können wir uns, glaube ich, sparen. Hinterleg den. So. Okay. Schrott, Schrott, Schrott. Ja, geil. Wir haben mittlerweile 50 Schrott. Also 52. Ja, wir können hier nicht pennen. Das ist echt blöd. Wir können hier nicht pennen. Schutz hätten wir aber. Ja, Komfort 2. Warte mal, das Feuer haben wir doch jetzt hier eingesackt, oder? Ja. Mal schauen, das können wir doch aufbauen. Hup. Ah! Falsche Taste erwischt. Das war die Windows-Taste. Ja, da können wir gleich noch was kochen hier. Dann haben wir wieder einen Slot frei. Ja, außerdem wird man hier ausgeruht. Das war eh schon aus. So. Aber ich kann hier nicht pennen. Schade. So, gut, da müssen wir halt. Das nervt. Gut, ich könnte jetzt nach Hause und könnte mich da ins Bett legen. Ne? Wir haben ja. Aber wir hätten ja hier einen Punkt, ne? Das machen wir auch geschwind. Ja, ganz ehrlich. Nachts ist doof. Wenn er im abgedunkelten Zimmer sitzt, dann könnte er einigermaßen noch was erkennen, aber. Ja, wer das halt am Tag anschaut, hat ein Problem, das zu erkennen. Und YouTube rendert es halt eh nochmal ein bisschen dunkler. Und das ist dann schlecht. Ja, man hat auch nie eine Zeitanzeige, wie weit die Nacht noch dauert. Kann jetzt sein, dass die relativ fix vorbei ist. Ja, die ist relativ fix vorbei gewesen. Das war jetzt eigentlich fast schon für die Katz. So, wir reisen da wieder schnell. Ah, stopp. Kann ich es abbrechen? Nein, kann ich nicht. Okay. Ha. Ah, wir hätten kurz das Inventar ausleeren können. Ja, gut, das können wir immer noch. Aber ja, hätten wir jetzt wirklich machen können. Ich finde es halt krass, dass man hier am Boden so entlang schrammen kann. Stopp. Da sind wir daheim. Was ist denn ausgelaufen? Warte mal, was wollte ich dann nehmen? Ausdauer ist jetzt weg. Ja gut, dann nehmen wir mal so eine Beere. Die können wir eh brauchen. Oh, die Fackel ist fast am Arsch. Das ist nicht so schön. Aber ja. So, grüß Gott.
Ach Mist, das zeigt immer noch an, okay. Der zeigt es immer noch an. Schade, da muss ich nochmal nachgucken nachher. Wie ich das wegkriege, dass es nicht mehr aufgenommen wird. Weil normalerweise ist Steam-Dings, Drittanbieter-Dinge ausgeschaltet. Aber irgendwie tut mein Aufnahmeprogramm das jetzt aufnehmen. Moment mal. Hä? Da ist eine Treppe drunter. Okay, interessant. Da müssen wir fast mal ein bisschen graben. Ja. Ja, wir machen hier alles klein, weil eben wegen dem Schrott. Und hier in Rotfels kriegt man meistens Schrott. Ein Heilungsstrom, ja, meinetwegen. Ja, komm, dann nehmen wir halt die Bombe auch mit. So, da auch alles mitnehmen. Ja, da wollen Spinnen hier. Kabelviecher. Davy. Ja, das ist schon merkwürdig. Ja, da können wir uns durchspringen. Warte mal. Zack. Ach, wieder so ein blöder Trank. Ganz ehrlich, ich würde die nicht verwenden, auch wenn die zwar aber mies machen halt. Naja, gibt es halt wieder einen Malus. Und gerade da haben wir eh wenig Zeit schon, finde ich. Ach so, die haben hier. Ach so. Jetzt wissen wir was. Kann sich am Pfad durchspringen. Das bringt zwar nicht viel, aber okay. Ja, aber nur wenn man es probiert, dann hat, dann weiß man es halt auch. Nur so. So, hier werden wieder ein paar Gegner rumrennen, aber mittlerweile sind die uns eigentlich fast Pillepalle. Ja, die schlagen immer gleich los mit ihrer Vierer-Serie. Ihren Doppelwaffen hier. Ja, einen Schlag kann ich immer einen austeilen. Jetzt reicht. Du langweilst mich. So, zack. Und zack. So, da kann man ins Haus einbrechen. Hoppla. Ein paar Bücher mitnehmen. Als Schmöker. Aber ich hätte am liebsten Schrott. Also manchmal kriegt man hier laufend Schrott. Aber jetzt gerade. Jetzt gerade ist es ja ein bisschen enttäuschend. Ach, das ist wieder Fleisch, aber okay. Da waren Ratten drunten, glaube ich. Ja. Aua. Mistviecher. Bell nehme ich mit das Fleisch. Ja gut, jetzt haben wir eh schon Fleisch mitgenommen. Mal, da müsste noch eine zweite drin sein, oder? Mal die Fackel nochmal rausziehen. Ja, die lasse ich da, die Kugel. Die brauche ich nicht. Ja, ich will sie immer noch nicht. Danke. Ich will eigentlich nur den Schrott haben. Ich will nur den Schrott haben. Ja, die Ratte habe ich nicht gesehen, die war in der Ecke geguckt. Sieht schon aus, ja. So. Ja, nur Holz. Lohnt sich nicht. Schade. So. Okay, das war das. Hier noch irgendwie was Gescheites. Holz, Wasser. Also Wasser brauchen wir eigentlich nie aus dem Brunnen holen. Ja. Oh ja, grüß Gott. Ja, der Typ rastet hier mal aus hier. Ah. Komm rein. Ah. Na gut, der ist aber relativ schnell wieder da, der Kerl. So, na, das ist ja ärmlich, was der dabei hat.
zweimal. Also das Fleisch da, wie gesagt, man kann es nehmen, aber das ist jetzt nicht gerade prickelnd. Ah ja, Schrott. Ich möchte Schrott haben. Nehme ich auch nicht mit. Immer noch nicht. Danke. Na, das Elixier, das nehme ich auch nicht mit, das Blaue. Ich glaube, da haben wir schon mal was gelesen. Was können wir hier alles einsammeln? Ah, jetzt habe ich es doch. Jetzt werde ich gleich wieder wegschmeißen, das Elixier löschen. Danke. Es bringt einfach nicht so viel, finde ich. Und wenn man halt mies mal geht und es anhat, hat man halt eine ganze Minute weniger. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Das wieder so, ja, Nägel sind geil. British. Meint gut, da geht die Waffe halt auch relativ schnell fix kaputt, wenn man hier die ganze Zeit Zeug zusammenhaut hier. Aber machen wir hier Licht auf. Aber auch damals was gestanden, wenn wir das erste Mal da waren. Ja. Und da bist du eigentlich auch relativ fix durchgepflügt durch das Ort hier. Na, eine Holzscheide. Na. Okay. Dann machen wir halt die Tür auf. Ja, auf, habe ich gesagt. Und irgendwer schießt. Irgendwer schießt da. So, Shot. Jetzt ist die Tür kaputt gegangen. Ja. Hätte ich noch einmal draufhauen müssen. Bis Gott. Aua. Haha. Ja, die kannst du halt schwer unterbrechen. Es geht. Au, oh, fünfmal Schrott. Geil. Nehme ich gern. Hier gibt es so eine tolle Matratze. Dass man auf dem einen Strohlager nicht schlafen konnte, das war auch ein bisschen eigenartig. So, bitteschön. Und Todd. Nice. Also... Ja, gut, wir haben hier schon mal gelootet, aber ja, jetzt ist ja nur noch Müll drin. Blöde Matratze. Geht nicht kaputt, hier ist nochmal ein Keller. Ne, warte mal, da war... Hä? Oh, da ist ein Amboss. Nice. Das haben wir das letzte Mal eigentlich nicht gesehen. Ja, aber haben wir auch keine Fackel. Ah, gut. Oh Gott. Habe ich nicht. Oh nee, er ist hinter der Kiste. Okay, es hat geklappt. Wer kriege ich denn da? Ja, kriegt man irgendwie. Wieder Schwarzpulver-Dings. Wenn so soll es auch sein, dass man hier nicht hier endlos sich hoch sammelt hier an dem Zeug. Also da habe ich wirklich nichts gegen, wenn das so ist. So soll es auch sein. Hä? War die Fackel nicht schon ziemlich am Ende? Oder hatten wir zwei? Hm. Merkwürdig. Meint die Fackel wäre fast leer gewesen. Das ist sehr strange. So, da hinten haben wir nochmal... Ah ja, die blöde Falle. Da mal irgendwo... Metallschott. Irgendwo waren da... Ja, das sind nämlich nochmal Sprengfässer. Jetzt machen wir das mal so. Bin mir nicht sicher, wenn man da in die Luft springt, ob das Zeug auch hier erhalten bleibt. Nicht, dass es mir da irgendwie Schrott zerstört, wenn ich da das mache.
Da, von der kriege ich gar nichts. Das können wir zerdeppern, da kriegt man auch Schrott raus. Großer Schrotthaufen. Naja, nichts Gescheites. Aber Schrott ein bisschen. Also, das hat sich schon gelohnt. Oh, hoppla. Das war schlecht. Habe ich sie gemacht. Na toll. Ja, das kann halt auch passieren. Ne? Ich mache ja auch einen ordentlichen Schaden drauf. So. Luft gesprengt. Mein, ja, viel kommt da nicht rum. Bisschen Holz. Und. Das eine Fass hier. Schwebende Plattform. Macht keinen Sinn. Aber Statik gibt es hier scheinbar nicht. So, perfekt. Dann haben wir es eigentlich wieder, oder? Warte mal. Hier ist noch eine Tür. Aber das zerstören. Ja, schwierig. Man kann, glaube ich, alles zerstören, wenn man lang genug drauf rumdonnert. Oh, was haben wir, einen Haufen? Getrocknete Beere. Jawohl, und Nägel. Jau, geil. Geilomatik. Geilomatik. Da freue ich mich. Okay, war da noch was? Na, nichts Vernünftiges. Schade. Ja, dann haben wir's. Dann haben wir Rotfels mal wieder erfolgreich geplündert hier. Hätte ich mal sagen. Ja, da kommt nichts mehr bei rum. Da auch nicht. Ja, dann können wir wieder nach Hause reisen. So, M. Ja, gut, die. Oh, ich muss die Folge jetzt schon beenden. Wir sind schon wieder bei bestimmt 45 Minuten. Aber wenn ich es jetzt zu kurz mache, dann seht ihr nicht viel. Das ist einfach das Problem, ne? Es wiederholt sich auch ziemlich vieles, auch immer wieder. Das kann ich euch nicht alles rausnehmen, sonst sagt ihr, hä, wie ist denn das jetzt gegangen und sonstiges. Es reicht ja schon, wenn es alles abstürzt. So, Leute. Alles klar, ich werde natürlich wieder mein Inventar aussortieren. Da müsst ihr jetzt nicht dabei sein. Beziehungsweise wir machen zusammen noch ein paar Schrottpfeile. Blöd. Pfeile, Pfeile, Pfeile. So, jetzt gucken wir nochmal. Schrottpfeile sind Stufe 8, 11 Schaden, Schnittstich, Gift. Und die bringen halt nur 8, ne? Kann man die Pfeile verbessern? Nö, kann man nicht. So, Äste und Metallschrott. 10 jeweils, okay. Wie viel? 50 kommen raus. Ja, gut, okay. Wir stellen mal 200 her. Wir haben ja noch ein paar im Schrank liegen und ja, dann hat es nicht der Fall. Dann lege ich nämlich die Holzpfeile weg und so, da haben wir noch 219. Die kann ich mal auf Lager legen. So, delete. Wo ist es, wo ist es, wo ist es da? Ausrüsten. So, gut. Ja, Leute, dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Merkt es dann wieder beim nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.